Willkommen zurück zu Lego Harry Potter im verbotenen Wald. Und vielleicht sollten wir mal mit jemand anderes auch spielen. Wir spielen jetzt mal mit Hagrid. Dem haben wir nämlich noch gar nicht gespielt. Und der soll jetzt mal hier... Oh, das kann man hier gar nicht wegmachen. Dann bin ich ja mal... Das ist eine Blume, die ich übersehen habe. Bin ich ja mal gespannt, was wir machen können. Kann denn dann jemand anderes hier was machen? Fangen zum Beispiel. Gibt es hier irgendwo... Irgendwas anderes? Der hat ja eine Armbrust, ne? Auch cool. Ah, das Spinnennetz da oben muss ich noch wegmachen. Können wir denn hier doch wieder zurück? Ach, wir können hier doch noch wieder zurück. Das ist natürlich gut. Ich dachte das letzte Mal, es geht da jetzt weiter und wir kommen hier nicht in die Ecke. Ah. Wie, der kann nur das? Na gut. Dann ist Ron jetzt mal dran. Vielleicht gibt es ja hier doch noch was zu holen. Es gibt ja doch noch immer Punkte, wo man denkt, hier hätte man, ne? Hm. Wir folgen ja eigentlich der Spur auch vom Einhornblut. Die Frage, ob wir der Spur hier auch tatsächlich folgen können im Spiel. Was ist mit dem Pilz hier? Ach, darauf sind wir ja schon gesprungen. Nee, nee, Leute, bleibt mal ruhig hier. Oh, das hast du ganz toll gezaubert, Ron. Ron ist ja nicht so einer der besten Zauberer. Aber er schafft's auch, ne? So gut er eben kann. Der Ronny. Ronald heißt er ja eigentlich. Aber irgendwie wundert es mich jetzt, dass wir hier nicht weiterkommen. Das ist doch bestimmt der richtige Weg. Wir gehen da nochmal hin. Ja, Hermine, wenn du da so stehst, was soll ich denn da machen? Wo soll es denn mal lang gehen, wenn wir hier wenigstens so ein paar Fußstapfen sehen würden? Ach, das geht doch weg. Ich dachte, das hätte ich jetzt schon ausprobiert, das ging nicht. Ja, Don. Frei, mach den Weg frei. So, jetzt ist Rons großer Auftritt hier. Entschuldigung. Und geh doch mal. Ich hab's doch gezaubert. Mehr als zaubern kann ich doch nicht. So, wir machen alles kaputt. Nun mach doch mal die blöden Blumen da kaputt. Das gibt's doch wohl nicht. Kann man die nicht kaputt machen? Anscheinend nicht. Na gut. Oh, da kann man auch lang. Passiert uns was, wenn wir ins Wasser gehen? Die können doch meistens nicht schwimmen oder so, oder? Oder können sie doch? Doch, die können schwimmen. Seit wann können die denn schwimmen? Können wir auch tauchen? Was macht Hermine denn da? Na gut, Hermine. Du kleine Spinnerzauberin. Aber ich will noch nicht ins Wasser hier. Noch sind wir hier nämlich nicht durch. Haha. Mensch, Ron, du mutiger Zauberer. Ja, aber da oben kommen jetzt immer
mehr raus. So, jetzt nicht mehr. Sehr schön. Dann noch diese komischen Wobble-Bubble-bunten Dinge. Ich will da oben hinkommen. Kann ich das nicht hier irgendwie... Und wenn ich das da so an... Ah, so kriege ich es frei. Ja. Das ist toll. Ich meine, irgendwie macht man es ja auch nur eigentlich Oh, Entschuldigung. Fangen. Eigentlich holt man die ja nur runter, damit man hochkommt. Aber irgendwie habe ich es ja auch so geschafft, ne? So. Das klappt ja immer total gut hier bei mir. Na gut, dann nochmal den grünen. Das ist genau richtig. So macht man das. Ja, und jetzt den großen Klotz. Ronald. Ah. Na, das solltest du doch nicht wieder kaputt machen, Mann. Ist ja schon echt nervig. Ja, dann eben so. Guck. Tada! Irgendwie haue ich immer aus Versehen Fang und das will ich gar nicht. Wo sind wir jetzt hier? Na, dann komm mal her, Fang. Hier ist die richtige Stelle. Auch wenn es Hermine anscheinend sehr viel Spaß gemacht hat hier. Können wir hier weiter? Ganz viele Herzen sammeln, das ist schön. Was haben wir hier noch? Zumindest kommen wir jetzt an den Grund. Yay! Cool. So, und was können wir jetzt hier mit diesen Fleischstückchen? Sieht aus wie so kleine Hähnchenkeulen. Nein, bleib mal du da drinne. Juhu. Wo ist noch eine Keule? Da. Und auch noch ein blauer. Ach, das sind Fische. Die kleinen Hähnchenkeulen, das sind Fische. Sehen aber trotzdem aus wie kleine braune Hähnchenkeulen. Aber es sind kleine braune Fische. Und etwas für später. Und da ist auch noch irgendwas oben. Fang. Wo bist du? Da. Hi, ganz viele Punkte. Komm. Kann man hier nicht... Hier, Hagrid, der kann doch an so schweren Sachen ziehen. Genau. Ja, jetzt kommen wir da auch rüber. Juhu. Ich finde das voll cool gemacht hier im dunklen Wald. Oder verbotenen Wald. Total cool. Da, noch ein brauner Fisch. 6 von 6. Und da ist auch noch ein Wappen. Teil schon 2. Hey. Aber ich bezweifle ja immer, dass wir alle hinkriegen. Mhm. Ja. Fangen. Hier ist noch was zu graben.
Genau auf sowas habe ich ja gehofft. Juhu! Punkte und das letzte Teil, um vielleicht da oben ranzukommen, oder? Huch, das wollte ich gar nicht. Jetzt kann man natürlich damit sonst wie rumbauen. Aber ich komme da ja nicht ran. Das ist ja das Ding. Und wenn man das einfach hier hinbaut, wo man will, geht das nicht? So. Und ja, das fällt mal auseinander. Genau. Das vielleicht so auf dem Boden. Oh Mann, die gehen hier mal weg. Ach so, das ist ja doof. Kann ich die hier gar nicht hinbauen? So, du dahin. Ja, weil wenn die so weit weg sind, dann... Nein. Nein. Weil der fällt immer nach links und ich will das da... Genau. Fall mal nach rechts. Dann verschwinden die nämlich nicht. Aber irgendwie muss man da doch auch anders hinkommen können und nicht nur damit, oder? Aber es ist ein lilaner. Es sind ganz viele Punkte. Ach ja, aber Harry. Ach, Harry ist doch in Gefahr. Ist voll wichtig. Ja, irgendwie... Und Hagrid, der ist doch größer. Hey. Oh, das war knapp. Das war knapp. Komm, Hagrid. Schnapp dir die Punkte. Wenn die nur geschickt fallen würden. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Also wenn ich die hier bauen würde, wenn ich die hier... Ja. Ich kann die ja leider nicht irgendwie drehen. Dann schaffe ich sie ja wohl wenigstens jetzt mal... Ja. Kann der nicht mal wenigstens da drauf richtig landen? Ja, schön, dass du dich von alleine wegschiebst, du Scheißteil. Ja. Hallo, ist voll unfair. Nee, der soll darauf nicht halten, ne? Der soll da nicht sein. Dann ebenso. Wieso schlitterst du da jetzt weg? Ey, was soll denn der Scheiß gerade hier? Das regt mich gerade ein bisschen auf. Ja, und jetzt springst du da drauf. Dann spiele ich jetzt eben mit Ron. Mit Ron geht das nämlich. Voll die Verarsche. Ich mag dich nicht mehr, Hagrid. Mit dir kann man nicht ordentlich spielen. Dann eben kein lilaner Punkt. Wäre auch zu schön gewesen. Jetzt kommt mir nicht alle hinterher, weil ich muss hier noch ein paar Punkte holen. Jetzt schon, dass wir das eh nicht schaffen. Wo ist hier das nächste Hornissennest?
Das ist wieder so ein Maulwurf. Was auch immer der jetzt zu bedeuten hatte, außer dass wir den vertreiben konnten. Entschuldigung, Hermine. Ich standet im Weg rum. So, da oben ist das rote Licht. Harry schreit um Hilfe. Ron, der Meisterzauberer. Seit neuestem. So, Leute, dann ist jetzt hier ein Bäumchen, da können wir hochsteigen. Hermine. Ich glaube, du bist dran. Mach das mal so, dass wir das benutzen können. Genau. Ron hat das nämlich nicht ordentlich zu Ende gezaubert. Dann darfst du da jetzt auch als Erste rübergehen. So, wir gehen zum roten Licht. Level abgeschlossen. Aber wir haben weder die Waffen fertig noch die Punkte bekommen. Aber wir haben Fang freigeschaltet, immerhin. Naja, 65%. Mit dem Lilanen wäre es mehr gewesen, aber habe ihn leider nicht bekommen. Na, das war auch nicht schwer, den Schüler in Gefahr zu erkennen. Goldene Steine, gar kein. Doch, 22, 23. Na gut, Geschichte fortsetzen. Ja, und da sind wir schon wieder zurück in Hogwarts. Also der Wald, der verbotene Wald ist auch ja, wie gesagt, um die Ecke von Hogwarts. Ist so der Wald, der zu Hogwarts gehört. Punkte. Und noch mehr Punkte. Und noch mehr. Aber jetzt müssen wir ihn erstmal zusammen basteln, damit es ein silberner wird. So. Was ich noch sagen wollte, war, dass der Zentaur Firenze war, der dann halt Harry sozusagen in letzter Sekunde vor Voldemort, der wie gesagt noch sehr schwächlich war zu diesem Zeitpunkt, gerettet hat. Ja, und das ist ein Zentaur und da oben ist doch noch einer. Hier, komm. Mach mal. Wirf mal den Quaffle. Noch irgendwas hier zu machen? Nein. Und der hat Harry gerettet, was sehr, sehr gut war. Und wir sollen wieder winken, ne? Huhu. Ich bin's, Harry. Ja, wir dürfen hier durch. Gut. Wir sollen aber da lang. Der soll uns mal helfen. Ich glaube, das müssen wir alle winken, ne? Hi. Okay. Auf Ron reagiert er gerade, auf Harry irgendwie nicht. Ja, und was gibt's noch zu sagen? Also im Wald wurde Harry angegriffen. Und
Es war nur ein Zufall, dass er da halt Voldemort begegnete. Wie es der Zufall immer so will, sind es ja genau die beiden, Harry und Voldemort, die gegeneinander kämpfen sollen. Und die beiden begegnen sich dann natürlich da auch das erste Mal. Dann kommt Firenze, der Zentaur rettet ihn. Und damit geht Hagrid mit seinen Schülern natürlich wieder zurück nach Hogwarts, wo wir gerade sind. Und vor uns steht halt Professor Quirrell. Das ist ein Lehrer gegen Verteidigung gegen die dunklen Künste. Aber er ist nicht ganz der zu sein scheint. Aber das erzähle ich euch dann noch, wenn es soweit ist. Und hier haben wir jemanden, der schläft. Können wir den aufwecken? Schade, es wäre lustig gewesen, dass der da in seinem Porträt schläft. Die Porträts leben in Hogwarts, sollte ich auch mal erwähnen. Deswegen winken die hier. Das ist sehr, sehr toll. Eine wunderschöne Idee, wie ich finde, dass Fotos und Bilder leben sozusagen. Und was ich ganz toll finde, ist, dass unter uns, unter diesem Balkon hier gerade auch einer ist mit so einem Lego-Kopf. Sieht toll aus. Sie sehen ja alle aus wie Lego-Figuren, aber gerade mit dieser Beule von der Lego-Figur finde ich das echt, sehr nett inszeniert. So, wir sehen uns im nächsten Part von Lego Harry Potter. Danke fürs Zuschauen und bis dann.